Hallo und herzlich willkommen zu Somnium. Als hätte uns nach der Horror-Trilogie Deepest Sleep und Deep Sleep, Deeper Sleep, Deepest Sleep das mit dem Schlafen noch nicht gelangt, fangen wir jetzt mit einem neuen Spiel an, das sich mit Schlafen und mit Träumen beschäftigt. Also weniger mit Schlafen, sondern eher mit Tagträumen. Aber das wird jetzt erklärt, wenn wir das Spiel öffnen. Also wie man spielt, man soll ins Bett gehen und tagträumen und dabei Erinnerungen sammeln. Man kann innerhalb des Traums speichern und genug Erinnerungen von einer Lage sammeln und die wird ein Ende freischalten und natürlich Spaß haben, ist klar. Ja, also das sieht man ja, also was das mit den Memories von einem Layer oder von einer Lage eben, was es damit auf sich hat, das wird dann ja im Spiel klar. Und hier steht auch noch, je höher, desto unheimlicher. Und auch, dass der Protagonist ein Junge ist. Das sieht man nicht so sofort, aber der ist ein Junge und heißt Thomas. Ja, es wäre noch eigentlich ganz nett gewesen, wenn es sich dabei, wenn man dabei das Geschlecht hätte auswählen können, weil die Träume oder die Traumanfänge, die ich bisher gesehen habe, war nicht so geschlechtsspezifisch, aber nun gut. Fangen wir an. Gut, also das sind wir. Wir können hier so rumlatschen, wir können auch ein bisschen gucken. Meine alte graue Box, also sieht aus wie eine, könnte eine PlayStation darstellen und die funktioniert nicht so gut wie beabsichtigt. Ja, und er hat es mit seinem Vater gekauft und zwar 2000. Das ist lange her. Unser Thomas hat nämlich ein Problem. Er will nicht nach draußen gehen, hat Angst nach draußen zu gehen. Nicht mal ans Fenster scheint er sich zu trauen. Ja, wieder nur Müll im Fernsehen, nichts zu sehen. Die Schrittgeräusche sind schon... Naja, vielleicht liegt's am Boden, das weiß man ja mal nicht. Vielleicht ist das ein sehr... Ich meine, so wie man es sieht, ist man barfuß. Und wenn ich barfuß rumlaufe, dann biebt da die Erde nicht so. Naja, vielleicht schwere Knochen. Mein altes Poster. Ja, ich sollte mal ein neues kaufen. Ja, was hast du denn so zum Anziehen? Also mein Kleiderschrank gefüllt mit denselben Klamotten. Ja, ich würde gern mehr kaufen, aber ich habe nicht den Mut, rauszugehen. Ist ja nicht so, als würde ich sie brauchen. Ja, also man sieht schon, wir sind auf dieses Zimmer beschränkt. Wir trauen uns aus irgendwelchen ominösen Gründen nicht rauszugehen. Und dann haben wir eben nur die Möglichkeit, uns ins Bett zu legen und vor uns hin zu träumen. So, 4, 3, 2, 1 und los. Ui, was ist denn das? Das sieht ja lustig aus. Man fühlt sich das ein bisschen an alte... Wir sind du.
Eine gewisse Ähnlichkeit besteht schon, aber... Ja, sind wir. Na gut, dann... Also ich will in den Träumen ein bisschen weitergehen, weil man sieht später, wenn man in die Träume etwas tiefer eindringt, sieht man interessante Sachen, als wenn man gleich auf alles anspringt. Mal sehen, sagt er nochmal dasselbe? Ja, der sagt überall so Recolors, weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Sprechen wir mal mit diesem. Ja, auf der Stelle gehen. Ja, das heißt, das umgekehrt, das kriege ich jetzt nicht so schnell hin. Place in Walk, Stelle aufgehen, auf Stelle gehen auf. Ich mag, was ich mag. Gut. Mal sehen, ob wir hier weiterkommen können. Nein, können wir nicht. Das also wir träumen jetzt so vor uns hin und erschaffen dabei ganz merkwürdige Welten. Also diese komischen kleinen Gestalten, die sehen ja alle ein bisschen so aus wie unser Thomas und die sprechen mit uns und sagen auch sehr kryptische Sachen. Nun ja, jetzt sind wir wieder aus der Höhle raus und mal sehen, was wir hier in diesem Traum sonst noch machen können. Ja, wir können, wenn wir das hier also man muss nicht mal auf Enter drücken, man braucht sich das nur anzusehen, dann wird die Welt um uns herum ein bisschen rosiger. Also vielleicht so etwas wie eine rosafarbene Brille aufgesetzt oder sowas. Und vielleicht kommt man auch woanders hin. Heute sind wir geschlossen. Na schön. Da unten scheint irgendwie was zu sein. Da bin ich doch gleich mal neugierig und gehe dahin. Also die Träume können ja auch sehr. Na und was seid ihr? Lauft ihr auch auf der Stelle? Nein, wir feiern den Frühling. Sieh zu, wie wir tanzen. Ja, ich finde es sehr schön, wie er tanzt. Aber ich muss da mal weiter. Tschüss, Jungs, haut rein. Jetzt muss ich schauen, ob ich vielleicht irgendwie nach unten komme. Oder da ist auch noch so etwas, sowas mit so gelben Rahmen. Und da würde ich gerne wissen, ob ich da nicht irgendwie hinkomme und... Aber hier scheint es ja keine Durchgänge zu geben. Was ist das hier eigentlich? Ja. Was sagt ihr denn jetzt? Jetzt sind wir in so einer Art aquamarinfarbenen Welt.
Na, bleib doch mal stehen, ich will mit dir reden, hallo. Oder der redet gar nicht, das kann natürlich auch sein. Gluck, gluck. Oder es soll irgendwie unter Wasser sein hier? Ja, man kann. Das ist natürlich etwas schwierig, wenn sie sich so erratisch hier bewegen. Das, aber sie sagen eh nur gluck gluck, das ist ja nicht so. Jetzt sind wir in einer etwas grauen Welt gelandet. Ach so, der hat nur. Ich dachte, er hätte ein Schild ohne was drauf an, aber der hat nur. Das soll sowohl das T-Shirt darstellen. Ja. Die sehen alle aus wie wir. Das ist auch wahrscheinlich kein Zufall. Hier im ganzen Grau ist ein grünes Pflänzchen. Jetzt das Pflänzchen, ganz wörtlich das Pflänzchen der Hoffnung. Also, da wird Hoffnung sein. Die Hoffnung nämlich, dass wir aufwachen und eine Erinnerung hinzugefügt wird. Wenn ich auf Escape gehe, glaube ich. Ups. Wo sind wir denn jetzt? Also das sieht hier aus wie unser Zimmer. Also irgendwie. Traut er sich hier raus? Aber hier traut er sich raus. Na, bei der Umgebung hätte ich allerdings auch etwas Angst, rauszugehen. Hier kann ich nicht mehr weiter. Ja, wo gehe ich denn dann hin? Dann gehe ich doch besser mal hier hin. Und die Tür funkelt so nett. Oh, oh. Mag uns hier wohl Schauriges erwarten? Das sieht doch jetzt wieder ganz entspannt aus. Hier ist eine Bank. Da können wir uns ein bisschen hinsetzen und ein bisschen ausruhen und das sind irgendwie so. Gestalten, die sehen aus, ja, so. Vielleicht habe ich mich da erstmal getäuscht mit der Annahme, weil es scheint. Mep, mep, sagen sie? Weiter nichts. Dass das doch nicht so geschlechtsspezifisch ist, weil die scheinen ja doch weiblichen Geschlechts zu sein. Naja. Hier geht es erstmal nicht weiter. Auch ganz unterschiedlich aus. Vielleicht sagt die mal was anderes. Ja. Nein, die sagt nichts anderes. Aber da war irgendwie so ein kleines Kerlchen, das sagt vielleicht was. Macht irgendwas? Mühsam quetschen wir uns hier längs. Das kann
kann auch irgendwie nicht sein, dass der zu gar nichts gut ist. Also, das ist auch eine merkwürdige Gestalt, aber ich glaube auch nicht so viel anders als die anderen. Und hier können wir ja vielleicht... Aber ich wollte jetzt erst einmal schauen, ob der etwas zu sagen hat. Nein, anscheinend nicht. Gut. Dann gehen wir wieder hier rein. Und hier können wir auch weitergehen. Da ist auch diese merkwürdige farbenfrohe Welt. Was ist denn das? Und es sieht so aus, als wären wir wieder wach geworden. Ah, jetzt kann man auf Escape drücken. Da sieht man, ja, wir sind Thomas und ja, Hell spielt ja in dem Fall keine so große Rolle. Geld zu haben auch nicht. Aber die Erinnerungen? Okay, wir haben einen grünen Zweig gesehen. Und? Popsoda, 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 Popsoda! Also der grüne Zweig war ja im ersten Traum, die Traumlimonade war im zweiten. Ja, man sieht davor steht in Klammern auch 4 und 3. Und wenn wir genug, also natürlich gibt es dann auch 1, 2, ich weiß nicht wie weit es geht, vielleicht bis 6 oder nur bis 5. Aber auf jeden Fall kann man, wenn man genug von den gleichen gesammelt hat, eben das dafür bestimmte Ende triggern. Gut, also das soll jetzt für erstmal reichen. 2 Träume und ich verabschiede mich. Tschüss!